Ja, so geht's los. Es ist für mich eine ungewohnte Rolle. Und ich muss freimütig so gestehen, dass ich mich noch nicht so, dass es mir noch nicht so schwer gefallen ist, wie heute eine Rede zu halten. Weil normalerweise redet man über Dinge, von denen man Ahnung hat, aber dich zu laudatieren, das mache ich wahrscheinlich nur einmal im Leben. Ja, so geht's los. Ahlen liegt im Tal des oberen Kocher in der sogenannten Ahlener Bucht am nordöstlichen Rand der Schwäbischen Alb. Als Rheinländer muss man sagen, wenn man das liest, hätte man es auch schon früher wissen können. Und wir gucken mal, was aus dem Mann geworden ist. Man macht ja so komische Sachen, nicht? Da guckt man ins Internet unter Sobeck. Ich habe den Werner weggelassen und da steht Sobeck Gott. Das fand ich schon merkwürdig. Ich wusste, dass Eric Clapton ist Gott, ja, aber dass du jetzt auch Gott bist, wusste ich nicht. Im Altägyptischen scheint es so zu sein, dass man ihn als einen Krokodilgott verehrt hat. Und er soll auch ein Fruchtbarkeitsgott gewesen sein oder sein. Ja, Götter leben ja ewig. Ich habe auch AI befragt. Ich habe gedacht, nachdem ich mit Herrn Heinlein gesprochen habe, vielleicht kann ich mir der Sache einfach entledigen, indem die AI mir das schreibt. Es ist interessant, was sie schreiben. Könnte man auch vorlesen, ist absolut astrein. Du würdest dich sehr gebauchpinselt fühlen, weil da stehen nur super Sachen drin. Aber ich werde es jetzt nicht vorlesen. Das Ding heißt heute Randbedingungen des Zukünftigen. Da muss ich sagen, mit dem Titel hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten erstmal. Randbedingungen, vielleicht auch einfach Bedingungen des Zukünftigen, habe ich gedacht. Und ich habe vor, sie durch ein paar Begrifflichkeiten zu führen. Also wenn man das hier sieht, das ist ein Nest, nicht? Das ist klar. Und das eint uns wahrscheinlich, dass wir uns wahrscheinlich eher zu den Nest- als zu den Höhlenbewohnern zählen würden. Das wäre sowas wie so der Versuch einer Hütte, ne? Sowas in der Art. Und das ist sicher schon eine ja, organisierte kleine Dorfgemeinschaft. Das ist eine Stadt. Eine sehr schöne übrigens und eine ganz tolle Stadt. Und das ist auch eine sehr schöne und eine ganz tolle Stadt. Aber das könnte man, glaube ich, mit Recht als Megacity betrachten. Und die Architekten und die Ingenieure, was ist die vornehmste Aufgabe? Shelter from the storm. Das würden wir natürlich gerne machen. Aber ich glaube, dass wir an einem Punkt in unserer Geschichte angekommen sind, an dem es uns sehr, sehr schwer fällt, das tatsächlich zu gewähren. Und das, was man den Menschen eigentlich gönnen würde, was man denkt, dass sie tun sollten, nämlich ihr Leben genießen, die Stadt genießen, alles das, was an wunderbaren Dingen in einer solchen Stadt zur Verfügung steht, das ist, um es vorsichtig zu sagen, in Frage gestellt. Und da reden dann die Leute vom sogenannten Anthropozän. Peter Sloterdijk spricht vom Pyrotechnozän, das sind eigentlich beides Zustände, aus denen wir uns so schnell wie möglich wieder verabschieden sollten, weil ein Zeitalter, das von uns selber dadurch geprägt ist, dass wir den Planeten verändern, bestimmen, wie er aussieht, das ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Und ein Zeitalter, in dem man Dinge verbrennt, erhitzt und verbrennt, das müssen wir auch so schnell wie möglich hinter uns bringen. Der Zustand, in dem wir uns befinden, kann man mit Recht als planetarischen Notfall bezeichnen. Und mit Bedacht habe ich dieses Foto ausgewählt. Das ist die sogenannte Black Marble. Das ist ein berühmtes Foto, das die NASA geschossen hat. Hat sie mehrere Fotos von der Erde gemacht und unter anderem auch dieses. Und hier sieht man Afrika im Vordergrund. Ohne jetzt so viel Statistik zu wiederholen, die Sie wahrscheinlich selber alle kennen, kann man sicher sagen, dass da unsere zukünftigen Themen mitentschieden werden auf diesem Kontinent, weil er sich tatsächlich mindestens verdoppeln wird in seiner Bevölkerungszahl, weil er heute nur einen verschwindend geringen Anteil an CO2-Ausstoß und am Ressourcenverbrauch der Erde hat, um das 5- bis 10-fache geringer als das Europa ist. Wenn die so Gas geben wie wir, ist dann spätestens Schluss auf diesem Planeten. Man spricht deswegen von der Frage, in welcher Beziehung die Kapazität, die biologische Kapazität der Erde oder eines Landes, einer Gegend, einer geografischen Situation im Verhältnis zu unserem Footprint steht.
Und dass das schon lange außer Balance ist, ist völlig klar. Wir verbrauchen deutlich mehr Ressourcen, als wir zur Verfügung haben. Man sieht hier aber auch noch eine andere Tendenz. Hier bis 2007 ist das noch relativ harmlos, aber man sieht, die Biocapacity Amerikas nimmt deswegen ab, weil die Bevölkerung zunimmt. Das heißt, die Möglichkeit dieses Landes, Menschen zu versorgen, ist abnehmend pro Kopf der Bevölkerung. Was man auch weiß, ist, dass wir die verschiedenen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, übernutzen. Das heißt, dieses hier war es noch 1,5-fach, mittlerweile sind wir bei 1,7 bis 1,8-fach. Also der zweite Planet sozusagen, den wir in Wirklichkeit schon verbrauchen. Also sind kluge Leute auf die Idee gekommen, zu sagen, das ist eine Spirale und diese Spirale müssen wir in eine bestimmte Richtung drehen, sonst wird es schiefgehen. Und diese Richtung ist von sustainable to regenerative. Also es geht darum, uns nicht vorzumachen, dass wir schon besonders toll wären, sondern wir müssen es noch werden. Die konventionelle Praxis, die wir alle noch geübt haben und gelernt haben und der wir geprüft wurden vor, ich weiß nicht was, über 40 Jahren, ist eh vorbei. Und die sogenannte grüne Praxis ist auch überholt. Und das, was wir dann unter sustainable bezeichnen, also nicht mehr zu ernten, nicht mehr zu benutzen als nachwächst, das ist sicher ein kluger Satz, eine kluge Regel, aber sie wird uns heute nicht mehr helfen, weil wir werden mehr als das tun müssen, denn die Dinge, die uns zur Verfügung stehen, die übernutzen wir bereits. Also redet man von restorative oder von heilend oder von regenerative. Also die Frage ist die, wir müssen eigentlich mit den Dingen, die wir tun, die wir bauen beispielsweise, müssten wir eine positive CO2-Bilanz haben, wir müssten eine positive Ressourcenbilanz haben. Das ist enorm schwierig. Enorm schwierig. Das heißt, in all diesen Aspekten müssen wir nett positiv sein. Ja? Nicht nur im Energetischen, nicht nur im CO2, sondern in allen Aspekten des Bauens. Sloterdijk bringt das auf den Punkt, man wurde historisch am meisten verfeuert, eben jetzt. Ja? Also wir sind am Höhepunkt des Problems oder am vorläufigen Höhepunkt des Problems. Wir werden den Höhepunkt noch erleben. Ja? Das ist das Thema. Und wir haben den sogenannten unterirdischen Wald angegraben. Wir haben es fertiggebracht, Dinge zu tun, die einem an sich schon komisch vorkommen müssen. Weil Dinge, die über hunderte von Millionen Jahren entstanden sind, in wenigen Minuten zu verfeuern, ist ja an sich schon ein komisches Gefühl. Ja? Wasservorräte, die Millionen von Jahren alt sind, in Minuten sozusagen auf dem Golfplatz regnen zu lassen, müsste einem schon ein bisschen zu denken geben. Deswegen spricht Sloterdijk von der pazifistischen Energiegewinnung. Also die Frage ist, wie kann man das denn noch anders machen? Das ist eine sehr große Frage, die kann ich nicht beantworten, die kann heute auch kein anderer beantworten. Es gibt heute keine Antwort. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Es gibt keine Antwort. Wir wissen zwar viele Dinge, die man gut tun kann, aber wir kennen die Lösung für das Problem, kennen wir nicht. Also das wäre eine ökologische Zivilisation. Es stellt sich aber eine Frage, die sozialen Ursprungs ist, und die politischen Charakter hat, das ist die Frage nach dem Fair Share. Also was ist denn der Anteil, der uns überhaupt zusteht? Und was machen wir mit denen, die diesen Anteil heute nicht haben? Und dazu gibt es ein Schaubild, das die sogenannte Donut-Ökonomie beschreibt. Da geht es darum, dass es einen Korridor gibt, das ist diese gelbe Fläche hier, innerhalb derer Menschen versorgt sind und der Planet nicht übererntet wird. Innerhalb des Kreises sind die, die zu wenig haben, um zu leben. Außerhalb des Kreises, der blaue Pfeil zeigt das, sind die, die zu viel verbrauchen. Zu den Letzteren zählen wir. Das ist völlig klar. Ja. Und es ist von endlicher Dauer, was wir da betreiben. Dazu braucht es Check and Balances. Also es bräuchte eigentlich eine Kontrolle dessen. Es dürfte eigentlich nicht so sein, wie es ist. Gehen wir mal ein Stück in die Geschichte zurück. Was haben wir so betrieben? Wir und unsere Vorfahren. Also wir haben Sklaverei betrieben, wir haben Kolonialismus betrieben, wir haben Rassismus betrieben. Das sind Dinge, die sich einander bedingen. Nur jemanden, den ich für unwert erkläre, kann ich anschließend versklaven. Das ist völlig klar, oder? Und interessant ist, dass das Ende der Sklaverei wahrscheinlich immer noch nicht erreicht. Aber sagen wir mal, das Offizielle, das sich darum bemühen, dass es beendet wird, da direkt zusammenhängt damit, dass man sie ersetzen konnte, die Sklaven durch Maschinen. Das ist kein moralischer Sieg gewesen. Es ist eine Möglichkeit, die man gewählt hat. Und man hatte anschließend dann auch Menschen, die an den Maschinen arbeiten konnten und so weiter. Es gibt ein langes Schuldenregister, wenn man so will.
Also das heißt, wir starten eigentlich von Null heute als Europäer, als Amerikaner, als Japaner, als Australier. Sondern wir starten eigentlich mit Schulden. Wir haben emotionale, menschliche Schulden. Wir haben klimatische Schulden. Wir haben finanzielle Schulden. Wir haben Schulden beim Klima. Wir haben und wir führen immer noch Kriege für Land, für Öl, für Gas, für Ressourcen, für Getreide, für Energie, für Wasser und für alles mögliche andere. Es sind nicht die anderen, die die Kriege führen, es sind wir, die die Kriege führen. Jeder amerikanische Krieg der letzten 50 Jahre war ein Krieg um Ressourcen, an dem wir indirekt beteiligt waren. Und es ist eine extreme Hypothek, mit der wir diese Diskussion starten. Das ist das große Thema. Also unser westliches Lebensmodell ist am Ende. Das ist so. Das geht so sicherlich nicht weiter. Und es ist eine schreckliche Erkenntnis, dass das zeitgleich übereinstimmt mit der Schwäche unserer besten und größten internationalen Institutionen. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren sicherlich nie schwächere internationale Organisationen erlebt als heute. Es wäre die Stunde der Diplomatie, aber da gibt es, glaube ich, ein großes Versagen. Es wäre die Stunde dieser Institutionen, ist auch eher mau. Ja. Morgen werden wir 10 Milliarden sein. Und das ist ein etwas sehr einfach aussehendes, sehr kompliziertes Diagramm. Weil dieses Diagramm zeigt, dass wir werden Wachstum haben müssen. Wir sind dazu verdammt zu wachsen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen in Mitteleuropa, sondern um die Weltbevölkerung versorgen zu können. Gleichzeitig müssen wir zu dem einen Planeten zurück. Und das nennt man Decoupling, also sufficiently absolute Decoupling. Und das ist die Aufgabe, die weder ich noch irgendjemand anders auf diesem Planeten heute eine Lösung hat. Aber ohne die wird es da nicht weitergehen. Dann gibt es natürlich Begriffe, die du, Werner, auch benutzt und die wir alle von dir teilweise gelernt und mitbenutzt haben. Avoiding, also Dinge nicht tun, ist die erste Präferenz sozusagen des Guten. Ja. Reducing ist die zweite, wenn es nicht geht, das Verhindern, das Vermeiden, dann bitte weniger. Und wenn es gar nicht anders geht, dann eben Compensation. Das sind die guten Dinge, die wir uns vornehmen, die aber nicht reichen. Das ist das Problem. Die Welt ist tatsächlich voller interessanter Dinge und was uns helfen wird, die einzige Ressource, die uns helfen kann, ist unsere Kreativität, ist die Innovation und die Erfindung. Das, was uns tatsächlich ermöglicht, auf diesem Planeten gemeinsam weiterzuleben, ist noch nicht gefunden worden. Muss man also Bedingungen für schaffen, damit es gefunden wird. Man müsste eigentlich alles dafür tun, dass das passiert. Also all in würde bedeuten, du setzt alles auf die 13, ja, beim Roulette. All in heißt, alles, was du an Ressourcen hast, da rein. Alles, was wir an Ressourcen übrig haben, müssen wir da hinein investieren. Der Werner, kommt ein Kapitel über das, was er ist und das, was er gemacht hat. Er steht auf den Schultern von Giganten meiner Ansicht nach, auch wenn er selber einer ist. Da müssen dann noch welche draufklettern auf die Schultern. Und es geht mit jemandem los, dessen Name ich gar nicht so locker daher sagen kann. Aber der war da auch mal in Stuttgart tätig. Und Fritz Leonhard, sozusagen sein Nachfolger, Frei Otto sein Nachfolger, Jörg Schleich, nicht der Nachfolger, aber der Kollege. Und dann Werner Sobeck als der Nachfolger von denen. Also da ist eine Menge Stuttgart, eine Menge Ingenieurkunst vorhanden, auf denen du aufbauen konntest. Aber es ist auch etwas da drin, dass selbst Architekten, die ja gemeinhin nicht als Unalter gelten, überrascht. Denn Ingenieure können auch eitel sein und Ingenieure können einander auch, versuchen nachzuweisen, dass sie Unrecht haben und dass sie. Und sie können sich nicht mögen teilweise auch, habe ich auch schon festgestellt. Deswegen habe ich ein neutrales Bild gewählt. Das ist ein Streitpunkt zwischen Frei Otto und Jörg Schleich gewesen, nicht zwischen dir und Jörg Schleich. Ja. Aber es illustriert so ein bisschen, dass es da durchaus akademische und wissenschaftliche Diskussionen gibt. Einer, der mir besonders am Herzen liegt, ist Buckminster Fuller. Der hat dieses Bild gemacht hier und er hat den Begriff geprägt, dass wir Astronauten seien auf einem Raumschiff mit begrenzten Ressourcen. Das ist aber eigentlich ein Bild, das es eigentlich zu verhindern gilt.
Denn das wollen wir sicher alle nicht erleben, dass man eine Stadt unter eine Kuppel bringen muss, um sie am Leben zu erhalten. Das ist vielleicht auch die Erkenntnis, die dich geprägt hat und die dich auch von den vorhergenannten deutlich abhebt. Du hast das Feld deiner Tätigkeit völlig anders definiert, nicht nur ausschließlich als Tragwerkslehre, sondern als eine Lehre, ein Arbeiten an der Frage, wie Ingenieure und Architekten in dieser Zeit überhaupt ehrlich, mit Überzeugung und mit gutem Gewissen arbeiten können. Und du bist ein experimenteller Typ. Ich habe versucht, Begriffe zu finden, die dich für meine Begriffe charakterisieren. Da war eben schon von anderen die Rede, die wären mir so nicht eingefallen. Aber Effizienz ist ein Begriff, der mir einfällt, wenn ich an Werner Sobeck denke. Eine sehr schöne Form von Effizienz. Diese Konstruktion einer Effizienz von 1 zu 850. Also als Architekt, der nur ein paar Mal in der Tragwerksvorlesung in Aachen war und dem man gesagt hat, das ist ja alles überflüssig, wir brauchen doch keinen Taschenrechner, das machen als Ingenieure, beeindruckt mich diese Zahl sehr. Bei uns war das ein Achtel, ne? Und dann war ein Sechzehntel schon toll und ein 32. unvorstellbar. Ja? Aber die haben wir gelernt, 1 zu 850 geht auch. Und Genauigkeit, ja, das ist etwas, was ich mit dir in Beziehung setze. Aber auch das Wunder, denn das ist ja ein zauberhaftes Foto von der gleichen Situation, nur unter anderen Bedingungen. Ja, es ist das Experimentelle, das wissenschaftliche Neugierde, das dich treibt, das Spielerische, dass die Lust daran haben, dass man die Dinge versteht, dass man sie in irgendeiner Form besser und schöner macht. Und der Begriff, der für mich zentral für dich ist, ist Sophistication, Verfeinerung. Also es ist noch besser, noch schöner, noch genauer, noch dünner. Ja, und auch schöner tatsächlich, nicht nur wissenschaftlich und tagesplanerisch, sondern auch tatsächlich im ästhetischen Sinne schöner machen. Und das ist vielleicht ein schönes Bild aus einem deiner Projekte, das das illustriert. Und ich denke, das zeichnet dich aus und das ist ein Rat, den ich jedem geben würde. Don't forget to play. Bei aller Ernsthaftigkeit ist es auch ein Spiel, das wir spielen. Und ich glaube, dass die Schönheit das Ergebnis eines gut gespielten Spiels ist. Wir haben uns 1994 kennengelernt, Entschuldigung, nicht in diesem Hörsaal, sondern in einem anderen Hörsaal, in der Architekturfakultät, vermittelt durch Stefan Behling. Und dann sind wir hinterher abends essen gegangen und der Stefan hat gesagt, den kannte ich gut, hat gesagt, du brauchst ja mal einen guten Tragwerksplaner, hier ist er, setzt euch doch mal zusammen, ihr seid die Richtigen zusammen. Einige Jahre später waren wir bei dir zu Gast im R128 und ich erzähle es nicht. Da könnte man den ganzen Abend mit zubringen, was wir da so alles erlebt haben. Es ist ein wahnsinnig schönes Haus, ist keine Frage, du warst sehr stolz, zu Recht. Und wir haben es auch sehr bewundert, auch zu Recht. Herr Jürgen und ich waren mit unseren Frauen da, wir haben gut gegessen. Ich habe auf einer Terrasse gesessen, die kein Geländer hatte. Ich hatte den Stuhl zum Abhang. Haben Sie schon mal einen halben Meter von dem Abhang gesessen, ohne Geländer hinter sich? Also ich konnte das Essen nicht so ganz genießen. Aber da gab es eine Menge mehr solcher Vorkommnisse in dem Haus. Das hat mich dazu gebracht, zu denken, dass einer meiner Lieblingsfilme, nämlich Mon Oncle von Jacques Tati, eigentlich hätte auch bei dir gedreht werden können. In einer modernen Version natürlich. Also nicht mit irgendwelchen wasserspuckenden Delfinen, sondern mit sich heimlich öffnenden Türen und Räumen, diskreten Räumen, in denen man sitzt mit der Befürchtung, diese Tür würde sich womöglich auch genauso heimlich wieder öffnen, während man das gar nicht möchte und so weiter und so weiter. Zur gleichen Zeit habe ich auch ein Haus gebaut für mich. Und das ist jetzt nicht bös gemeint, aber es bezeichnet ihn auch ein wenig. Als ich mein Haus gebaut habe, habe ich dich angerufen und gesagt, du musst mir helfen. Als er sein Haus gebaut hat, hat er mich nicht angerufen und gefragt, ob ich ihm helfe. Und die Ergebnisse sind auch unterschiedlich. Ne? Und es gab, auch das will ich im Detail nicht erläutern, zu 128 auch ein 128a. Es gab ein bewohnbares, kleines Domizil im Garten. Das uns damals als der bewohnbare Teil des Hauses erschien. Die Frage, die sich mir immer schon gestellt hat, ist, hast du andere Architekten neben mir gehabt?
sitzen ja ein paar hier, ganz offensichtlich. Aber es hat einen gegeben, der daraus heraussticht, aus diesem Kreis von anderen Architekten. Und das war der Helmut Jahn. Und wenn man den so da anschaut, er lebt ja nicht mehr, deswegen kann ich vielleicht sagen, bei uns hieß er der Dekorateur aus Chicago. Und so ist es auch losgegangen. Und so sah er aus. Wilder Typ. Und später sah er so aus. Dazwischen liegen Jahre mit dir, in denen er nicht nur älter geworden ist, sondern er wandelte sich regelrecht zu einem Mitarbeiter deines Büros, denn so lief dir rum alle. Und während er vorher solche Häuser baute, baute er plötzlich solche Häuser. Wenn er heute leben würde, würde er sich bei dir bedanken. Jetzt tue ich das für ihn. Der Helmut war ein super Typ, meiner Ansicht nach. Und ich habe ihn bewundert schon als Student, weil ich immer eine Bewunderung für Leute gehegt habe, die zwar vom akademischen, intellektuellen Zirkel für nicht ganz vollgenommen werden, deren Lebensleistung aber unbestritten ist. Und die durch ihren Fleiß und ihren Mut aus Franken nach Chicago und ein Riesenbüro übernehmen und aufbauen und weltweit erfolgreich sein, das fand ich bewundernswert. Und ich finde nach wie vor, dass da eine Menge dazugehört. Aber du hast ihm eigentlich zu etwas verholfen, was er sonst nicht gehabt hätte. Nämlich er hat eine Karriere, eine zweite Karriere gehabt als ein anderer Architekt, als er sie begonnen hat. Und dafür hätte er sich sicher bei dir heute bedankt. Zu Recht. Ja, wir haben auch eine Geschichte. Und uns eint vielleicht die Bewunderung für die Dinge, die aus reiner Notwendigkeit schön sind. Es gibt menschengemachte Dinge, die, wo kein Gramm zu viel dran ist, wo nichts dazu gefügt ist, denn alles, was dazu gefügt werden würde, würde derjenige, der dieses Ding benutzt, für gefährlich halten, für überflüssig halten, für performance-schädigend halten. Und die sind wunderschön. Ich glaube, dass die schönsten menschengemachten Dinge Dinge sind, die nur notwendig sind. Und ja, wir haben in Hamburg mal versucht, einen Auftrag zu kriegen, der da nicht geklappt hat. Wir haben zusammen für Audi einen Messepavillon gebaut. Wir haben die große Moschee in Mekka versucht zu erweitern. Wir haben zauberhafte, leichte Dinge gemacht, schwingende Dinge gemacht. Wir haben selbst Parkhäuser schön gemacht, Hallen gebaut in fast jeder Größenordnung. Wir haben auch mal versucht, in Berlin einen Auftrag zu kriegen. Hat nie geklappt. Ja. Okay, wir haben für Boda bewegte Häuser gebaut und Versicherungsgesellschaften, große Hallen angedichtet, in Lübeck im Weltkulturerbe gehaust. Wir haben mal versucht, Google mehrere Jahre lang ein neues Headquarter zu designen, bis dann Larry Page von Eric Schmidt übernommen hat und andere wichtiger waren. Aber das war schon der Versuch, ein Haus zu machen, das der Biocapacity Kaliforniens entspricht und eben nicht mehr als den Fair Share benutzt von dem, was man da so zur Verfügung hat. Wir haben das ICC gemeinsam versucht zu gewinnen. Wir haben es gewonnen, aber dann wieder verloren. Wir haben die Lufthansa gebaut. Das ist vielleicht ein schönes Beispiel für das, was dich auszeichnet, neben vielem anderen. Wenn der Architekt mal schwächeln sollte, kann er sich auf ihn verlassen. Es gibt ja immer eine Lücke. Ja, das will man zwar nicht zugeben, aber es gibt natürlich immer Lücken. Und da ist noch jemand anders, der genauso ehrgeizig und genauso genau und genauso ästhetisch überzeugend wirkt. Und das ist eine große Verlässlichkeit. Ja, wir haben in Hamburg gebaut und in Luxemburg gebaut miteinander. Atmende Gebäude gebaut, Messe Hamburg, Hallen, Hochhäuser, alles Mögliche miteinander gemacht. Schöne Gärten, schöne Terrassen, schöne Universitäten. Am Zürichsee. Immer wieder der Versuch, die Dinge richtig zu machen, richtiger zu machen, beispielhaft zu machen, wie jetzt hier für Bonn oder Düsseldorf, Fünf Brücken. Und dann irgendwann haben wir angefangen, uns mit Dingen zu beschäftigen, die gar nicht so auf dem Speiseplan standen ursprünglich. Also wie mit Wurzelwerk von Bäumen und wie die sich da so entwickeln, in welcher Erde die gedeihen und auf welchen Feldern man Bäume pflanzen muss und wie die dann im Winter aussehen und wie man die in Tröge packt und wie man die auf die Fassade bringt. Und seitdem beschäftigt uns gemeinsam die Frage, wie man mit Grün, mit Pflanzenmasse, mit Biomasse tatsächlich die Welt ein bisschen besser macht, natürlich auch Gebäude saniert.
Wir haben große Reddächer miteinander gebaut, macht man auch nicht jeden Tag. Wir haben, glaube ich, gemeinsam, ich, du, auch gemeinsam sehr viel Spaß daran gehabt, Dinge zu tun, die man noch nicht getan hatte. Und die einem deswegen Spaß machen, weil sie eine Herausforderung sind und nicht keine Routine sind. Und zuletzt in Stuttgart eben die Calver Passage, bei der es erst um den Fassadenwettbewerb ging, etwas, was wir normalerweise gar nicht machen. Wenn ich mir denke, das kann ich ja gar nicht bringen, ich kann ja nicht anderen Leuten Architektur irgendwie einhüllen. Aber dann war es dann doch eine Herausforderung, das haben wir gemeinsam gut gemacht. Und natürlich darf Stuttgart nicht fehlen, weil in Stuttgart du ebenfalls auf den Schultern von ein paar Giganten gestanden hast. Da hat Frei Otto uns im Wettbewerb unterstützt und Stefan Poloni hat den Wettbewerb juriert. Und ohne ihn wäre es sicherlich nichts geworden, weil der liebe Stefan Poloni dann in seiner unnachahmlichen Art im Juryprotokoll geschrieben hat, wird schon gut gehen, ne? Und dann hat man den Heinz Isler nochmal gefragt, ja, mehr Schalenpäpste gab es ja gar nicht auf der Welt, ja, Felix Skandaler war schon tot. Dann hat der Frei Otto den Fritz Leonhard und den Michael Dixon von Büro Heppold angeschleppt und wir haben das eine Weile lang so gemacht. Aber als es dann wirklich ernst wurde und als es dann tatsächlich aus der Idee zur Wirklichkeit werden sollte, da habe ich dich angerufen und habe gesagt, du musst mir helfen. Das muss eine große Verlässlichkeit bekommen, das ist hier kein Experiment, die nehmen das ernst, wir nehmen das ernst und das muss es jetzt gebaut geben. Und natürlich sind das zauberhafte Modelle und zauberhafte Versuche gewesen, die hier gemacht wurden, aber das ist dann daraus geworden und ich glaube, es ist eine große Leistung, dass das, was man da heute sieht da draußen, was ja schon bereits sichtbar ist, der größte Teil, so aussieht, wie es aussieht, ist sicher zu einem ganz erheblichen Teil auch deiner Arbeit und der Arbeit deiner Mitarbeiter zu verdanken. Wer das nicht weiß, wir bemessen jeden einzelnen Bewährungsstab dort, lassen den vermessen, lassen den in eine Augmented Reality übertragen, prüfen dort die Genauigkeit, gegebenenfalls Korrekturen. Es ist ein kleines Wunderwerk und es macht sehr viel Spaß, keine Frage. Es ist nicht nur eine Einzelkelche, es sind auch viele Kelche. Es ist ein Konstrukt aus 28 unterschiedlichen Lichtaugen und unterschiedlichen Kelchen. Es ist eine sehr herausfordernde Geschichte. Das würden auch die Menschen von der Bahn und von Sublime bestätigen. Und aus den zerbrochenen Tennisschlägern Frei Ottos sind dann irgendwann Computermodelle und hoffentlich dann irgendwann auch die Wirklichkeit geworden. Ja, es gibt Gitterschalen, es gibt alles Mögliche. Das Gebäude bietet viele Fallen und Herausforderungen, aber es ist als Baustelle schon ein Kunstwerk. Ja? Also man ist immer ein bisschen scheu. Ich habe dann mal Leute dort gelobt auf der Baustelle und gesagt, das finde ich ganz toll und das wäre eine super Sache und wäre so dankbar, dass sie das machen würden. Aber da kam dann so keine Reaktion. Ne? Und dann hat der Polier zu mir gesagt, Sie wissen schon, dass Sie noch 28 von den Dingern bauen müssen. Ne? So richtig gut gelaunt sind die hier nicht. Ne? Da war ich ganz betroffen. Aber ich habe natürlich trotzdem Freude daran, wie es aussieht. Und die Freude teile ich gerne mit Ihnen, aber vor allem natürlich mit dir, Werner. Ja, so sieht er aus. Für alle, die nicht wissen, wie er aussieht, ist auch ein Foto, das ich bewusst ausgesucht habe, weil er ist ein großer Erklärer, ein guter Erklärer. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum er ein guter Professor war und ist. Aber ich glaube, das ist ein typisches Foto von dem. Interessant ist, wenn ich dieses Foto in PowerPoint eingefügt habe, kam immer diese Aufforderung. Ne, jeder, der PowerPoint kennt, weiß, wenn man so ein Foto da eingibt, so ein Layout eingibt, dann kommt diese Aufforderung. Habe ich dann gemacht. Habe ich dann geguckt, welche Titel er hat. Ich war erst beim Prof. Mult, aber ich habe eben aus rufenden Munde gehört, dass es nichts Mult ist, sondern nur Single. Zumindest vom Gehalt. Aber die Doktor HCs und EHs da hinten, die werden bestimmt noch weiter multipliziert. Der schönste Titel, den du jemals hattest, war Präsident. Ich bin zwar von der Ausbildung her mal Akademiker gewesen, aber seitdem dem akademischen Betrieb ja nicht so hold. Und also im Gegensatz zu dir. Aber der Titel, den ich an dir wirklich bewundert habe und der noch fehlte, war eben der des Präsidenten. Und ein bisschen, ich glaube natürlich, dass du das aus Engagement für die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen gemacht hast, aber ein ganz klein bisschen, meinst du bestimmt auch, hat er gemeint, Präsident wäre auch nicht schlecht. Ne? Das war noch der Titel, der fehlte. Ne? Jetzt. Dann fragt man sich, hat er Schwächen?
Hat er schon. Und eine Schwäche kenne ich. Das ist diese hier. Dann habe ich den Herrn Heinlein gefragt, gibt es das Ding noch? Hat er gesagt, ja, irgendwo steht er verstaubt rum. Dann habe ich gesagt, naja, also der tut dem CO2-Haushalt der Welt ja auch nicht mehr sehr viel Schlechtes, wenn er den ab und zu mal fährt, weil gebaut ist die Bude ja. Ne? Und da sagt er dann, aber ich kann ja mit einem Federstrich so viel Stahl sparen, dass es den CO2-Haushalt dieses Geräts sofort wieder ausgleicht. Er fährt natürlich nur noch e-smart, ist logisch. Ne? Hat er geheime Wünsche, ist die Frage. Hat er, bin ich ganz sicher. Ich erzähle nur die man erzählen kann. Er hat sicher diesen Wunsch, wie wir alle, ne? Nach Ruhe, nach Besinnlichkeit. Das ist Charles Baudelaire, ne? Die Blumen des Bösen, die aber an dieser Stelle nicht böse sind, sondern die ein allgemeines Bedürfnis, glaube ich, von Menschen widerspiegeln, nach Ruhe und Sinnlust und Pracht und Luxus und Besinnlichkeit und all dem. Und vielleicht träumst du eigentlich in Wirklichkeit nur davon, mit dem etwas cooleren Fahrrad sozusagen auf Tour zu gehen. Natürlich stimmt, noch toller als dieses hier. Von einem Haus, einem Heim, einem was auch immer. Aber tatsächlich träumt er von visionären Ideen, die die Welt besser machen. Und er arbeitet hart daran. Er ist ein talentierter, von der Natur, von seinen Eltern, von diesem Land, von seiner Ausbildung, von allem her ein beglückter und sagen wir mal gut ausgestatteter Denker. Er ist sicher auch sowohl im privaten als auch im beruflichen gesegnet gewesen und ich wünsche dir, dass du es auch weiter bist. Er hat die Men in Black, er hat Leute um sich geschart, die bereit waren, sich in diese Kluft zu schmeißen. Viele, viele Jahre. Ich bin etwas erschüttert, wenn ich heute hier rumgucke und deine Mitarbeiter sehe, weil die natürlich nach wie vor hervorragend und toll und bewundernswert, aber sie sind so kleidungsmäßig, haben sie sich so ein bisschen gelockert. Ne? Nachdem die euren Kleidungsstil übernommen hatten, die beiden hier, habt ihr wahrscheinlich gedacht, das können wir dann auch sein lassen. Man sieht sich jetzt in Wien bei Hof und in Argentinien beim besinnlichen auf den See gucken oder fischen, man weiß es nicht so genau, weit von der Zivilisation. Man stellt sich vor, dass du das tust, darüber nachdenkst, wie du das nächste Ding ans Fliegen bekommst. Tatsächlich schreibt er Bücher. Den ersten Band haben wir schon alle gelesen und verstanden. Bin ich nicht so sicher. Erster Band, wie es ist. Es gibt einen zweiten Band demnächst. Da soll drin stehen, wie es wird. Es wird einen dritten Band geben. Und da ist die Frage, was erwartet uns da? Wie es geht, ne? Oder? Du spannst uns auf die Folter. Im dritten Band steht drin, wie es geht, in jedem guten, dreibändigen, das ist so eine Art Serie, ne? Das ist klar, wo man dann nächteweise das Zeug guckt und du willst uns nächtelang da lesen lassen. Ich habe gehört, du hast ein sehr prominentes Investigationsteam am Start und die finden das bestimmt raus. Vielen Dank für deine Freundschaft. Vielen Dank für das, was du tust. Vielen Dank für im Namen deiner Studenten. Darf ich das vielleicht tun? Und der vielen Menschen, für und mit denen du gearbeitet hast. Aber das ist noch eine Sache. Da gibt es einen Kollegen von dir, einen Landsmann sozusagen, der in Göppingen geboren wurde. Das ist ungefähr auf halbem Wege zwischen Aachen und Stuttgart. Habe ich nachgucken müssen. Und der sagt, Herr, gib uns die Gnade, mit Gelassenheit die Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Das ist ja ein berühmter Satz. Und der wird gemeinhin auch gerne zitiert und den finden die Leute ganz toll. Und ich finde den doof. Weil wir sind in einer Situation, in der wir uns diese Gelassenheit gar nicht leisten können. Die Frage war ja die, ob ich dich heute examiniere im Hinblick auf die Frage, ob du als Ruheständler geeignet bist. Und ich hoffe, nein. Denn Maury Butkin ist ein amerikanischer Anarchist, sagt, if you
do not do the impossible, we will be faced with the unthinkable. Und ich glaube, dass das tatsächlich stimmt. Wenn wir nicht versuchen, die Dinge zu tun, die ganz besonders wichtig sind heute, dann wird es bitter. Und du bist einer von denen wir hoffen, dass sie uns dabei helfen, die Antwort darauf zu finden. Denn auf den Anruf zu warten, ich glaube, da können wir lange warten. Da kommt die Lösung nicht. Aber vielleicht kommt sie aus der Zusammenarbeit. Vielleicht kommt sie daher, dass wir hier, Bloomberg als Mayor of New York, alle städtischen, die Leiter aller städtischen Firmen und Departments gezwungen hat, in einem Raum zu sitzen, zusammenzuarbeiten. Stelle ich mir so gerne vor, wie es wäre, wenn alle Staatschefs Europas in einem Raum säßen und in diesem Raum zusammenarbeiten würden. Und ich glaube, die Welt sähe anders aus, wenn sie es täten. Das Verständnis wäre ein anderes, der ganze Speed wäre ein anderer. Das ist das, was man sich wünscht. Bitte nie für die Bösen arbeiten, bin ich nach wie vor der Meinung, mehr denn je. Das sind die Menschen, für die wir arbeiten, denen soll es gut gehen, dauerhaft, immer. Und Arundhati Roy sieht die neue Welt schon kommen oder spürt sie und riecht sie und fühlt sie, bin ich so ganz sicher. Man kann nur hoffen, dass sie recht hat und dass es uns allgemein miteinander gelingen wird, da was dafür zu tun. Also vielen Dank Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.